weiter geht's. Mittagspause vorbei. Was? So, weiter geht's. Mittagspause vorbei. Und wir bauen jetzt, wie gesagt, bei dem Audi A6 das originale Luftfahrwerk um. Ja, wir haben so ein Tieferlegungsmodul von der Firma CT Automotive. So. Kostet 1200 Euro? 1290. Ja. Und das kann man im Prinzip alles mit der App steuern oder mit den originalen Knöpfen und so weiter. Das bauen wir jetzt ein und lassen euch teilhaben. Bis gleich. Mach hoch. Mach hoch. Soll man schon mal eben gucken, wie hoch der jetzt noch ist, so im Vergleich? Das ist 4x4. Also das will ich hier, glaube ich, niemandem zeigen. Man könnte sagen, das ist ein Allroad, ne? Ja. Ohne Verbreiterung. Das ist Q7. Wir haben extra 13 Zoll Felgen drauf gemacht. Gut, das ist die höchste Stufe jetzt, ne? Vom Audi, glaube ich. Ist das die höchste Stufe? Ja, auf Komfort. Ja? Komfort? Ja. Das hat nichts mit Komfort zu tun, das ist Offroad. Ja, auf jeden Fall, wir ändern das, damit der so ein bisschen mehr an dem Boden klebt. Fahr den hoch, ändern wir. So, wir sind fertig geworden. Lass uns das Auto ablassen und gucken, was passiert ist. Wir haben nicht nur das Auto tiefer gelegt, sondern auch noch probeweise die PD4. Wie probeweise? Probeweise. Das Auto ist nämlich von Norm, der A6. Das ist probeweise, weil die sind eigentlich von meinem Audi A8. Falsche Satzformulierung. Nein. Die waren. Nein, das sind meine. Nein, die waren auf meinem A8. Jetzt wollen wir ein bisschen gucken, wie es aussieht mit 22 Zoll. Und ja, das wollen wir sehen. Und lasst euch überraschen. Der wird schweinetief sein. Mal runter. Ich mach runter. 3, 2, das ist ja auch wie so ein Gabelstapler bei Edeka. Weißt du, wenn ihr redet? Bitte, danke. Hast du was Schatten? Das ist das Ergebnis von der Tieferlegung. Guck mal. Ich finde es sehr, sehr krass. Ich glaube, ein Ticken zu tief vorne. Was? Ja, für meine Verhältnisse. Ich wollte sagen, guck mal, wenn du sagst zu tief, ne? Das ist gleich, als wenn ich sage nicht breit genug. Dann sagst du, zu breit geht nicht. Dann sage ich, du lügst. Nein, mir ist ein bisschen zu tief, aber sonst sieht er gut aus, ja. In meine A8-Welken, deswegen sehen die gut aus. Ja, und meine, ja genau, und in dem letzten Video habe ich ganz viele Kommentare bekommen, wegen dir, wenn du meine Felgen fährst. Warum hast du auf einer 8 keine schönen Räder drauf? Ja, weil die jetzt auf einem schönen A6 sind. Genau, ich hatte Winterreifen und der Norm hat meine geklaut. Das ist schon komisch, wenn der Pole sagt, irgendein Deutscher hat seine Felgen geklaut. Nein, Spaß, das ist Spaß. Spaß. Wir werden für den Audi A6 Bodykit bauen. Und zwar einmal Stoßstangenkit, das heißt Front, Heck und Schweller, also komplette Stoßstangen. Und einmal White Body. White Body. Also Breitbau machen wir definitiv für das Auto. Ja, lasst euch überraschen. Wir fangen, schätze ich mal, in 2 Wochen an. 2 Wochen. Also so in 4-5 Wochen sollte das Baby fertig werden und dann machen wir natürlich auch ein Video darüber. Ja, machen wir so einen kleinen Carporn.